Die Zukunft braucht keinen Leichtbaurekord. 1175 Gramm scheint zunächst erstaunlich schwer für einen Top-Hardtail-Rahmen. Das Gewicht aber hat KTM in sinnvolle Extras investiert. Die Steckachse macht das 29 Zoll große Hinterrad antrittsstabiler, als selbst brachialst verschlossene Schnellspanner dies könnten. Die Aufnahme für den Umwerfer macht den nackten Rahmen ein paar Gramm schwerer, spart dafür aber die Klemmschelle. Integrierte Züge wiegen etwas mehr und verhindern dafür aber hässliche Kratzer im Lack nach jahrelangem Dauerbetrieb auf Rüttelpisten. Die Sprühpistolen schwingen die KTM-Lackierer am Firmensitz in Mattighofen. Dort montieren ihre Kollegen auch die Teile. An unserem Testbike haben sie eine RockShox-Gabel und Shimanos unverwüstliche Deore XT-Gruppe geschraubt. Funktionale Extras verbaut KTM konsequent überall. So hat die Steckachse am Vorderrad satte 15 mm Durchmesser, was die nötige Spurtreue verleiht. Der Vorteil? Das Myroon lenkt besonders präzise bergab. Für ein Hardtail rauscht es sehr flott den Hang hinunter. Das liegt auch an den großen, traktionsstarken Reifen und am breiten Lenker. Von diesem muss man nie die Hände nehmen, denn die Gabel wird per Fernbedienung blockiert. In 4 Versionen bietet KTM das Myroon. Als Elite-Version kostet es 2.799 Euro. Jahrelanger Fahrspaß ist sicher.